Hey Leute, hier ist Aborg. Habt ihr Bock, am Pool zu chillen? Oh, mein Handy klingelt. Hey Aborg, na, was gibt's? Ob ich Lust hätte, am Pool zu chillen? Na klar, hätte ich Lust, am Pool zu chillen. Let's go. Oh Mann, mein Handy klingelt. Ich bin gerade im Kino. Hey Aborg, was gibt's? Ob ich Lust hätte, am Pool zu chillen? Na klar, ich komme. Hey Aborg, ich komme. Wartet auf mich, ich bin auch sofort da. Ich bin sofort da. Na ihr beiden, lasst uns einen schönen Tag am Pool machen. Ja Mann, es ist die letzten Tage so heiß, ich brauche eine Abkühlung. Das habe ich mir auch gedacht und außerdem habe ich mir noch was anderes gedacht. Ich habe mir eine Challenge überlegt, ratet mal. Ich weiß nicht, was du für eine Challenge hast. Vielleicht, wer am meisten Eis essen kann? Vielleicht, wer am meisten Arschbomben machen kann? Nein, doch nicht solche Challenges, aber die sind auch echt gut. Nee, ich habe mir überlegt, wer als letztes den Pool verlässt, der hat gewonnen. Hä, das hört sich doch mega easy an. Tja, das wollen wir mal sehen. Und um das Ganze ein bisschen spannender zu machen, darf sich jeder eine Strafe ausdenken. Okay, wenn ich gewinne, müsst ihr mir beide 500 Euro bezahlen. Und wenn ich gewinne, schenkt ihr mir einen Monat jeden Tag Eis. Okay, ihr habt ganz schön heftige Strafen. Dann sage ich, wenn die Sommerferien zu Ende sind und ich gewinne, dann müsst ihr für einen Monat meine Hausaufgaben machen. Alles klar, die Wette gilt. Ja, die Wette gilt. Arschbombe! Hui! Und ich springe vom Sprungbrett. Hui! Ich finde die Challenge richtig nice, weil wir dann im Wasser sind. Heute ist es nämlich viel zu heiß und darum habe ich heute auch mal kein Merchandise an, sondern ein normales T-Shirt. Ja, die letzten Tage war das echt viel zu heiß. Da ist so eine Pool-Challenge echt eine tolle Abwechslung. Und das Beste ist, ich werde die Challenge gewinnen, denn ich liebe Pools. Ach, Paul, da macht ihr mal keine so großen Hoffnungen. Ich liebe Pools auch. Und ich liebe Pools auch. Naja, ich rutsche jetzt noch mal. Huhu, schnell nach oben hier. Und schnell noch mal eine Runde rutschen. Ha, wuhu, und ich spring noch mal vom Sprungbrett. Hu, hu, yay, hu, ha, das macht so viel Spaß. Ha. Und ich tauche noch mal. Wuhu, oh, tauchen macht so viel Spaß. Schade, dass der Pool hier in Brookhaven nicht so tief ist. Oh, da hinten geht's auch schon wieder hoch. Ha. Wir sollen einmal einen Wettschwimmen machen. Komm mit zu dieser Seite. Dann machen wir einen Wettschwimmen. Voll die gute Idee, Lilly. Ich bin dabei. Dann bin ich auch dabei. Alles klar. 3, 2, 1, los. Ey, Leute, ihr seid viel zu schnell. Lilly und Paul, wow, ihr taucht ja. Oh Mann, die waren vor mir da. Juhu, ich hab gewonnen. Nein, Lilly, ich hab gewonnen. Los, aber auch bestimmt, wer gewonnen hat. Tut mir leid, ich hab nicht gesehen, wer gewonnen hat. Ihr wart einfach so schnell. Ich hab gar nicht mitgekriegt, wie ihr losgeschwommen seid. Oh Mann, ey. Naja, ich gehe jetzt noch mal eine Runde auf dem Sprungbrett springen. Ha, mal gucken, wie hoch ich springen kann. So, ich springe noch ein, zweimal weiter. Ich will richtig hoch. Hohen Sprung haben. Okay, und höher und höher. Und fast. Wow, und noch höher und hui. Und noch höher, Leute. Ich bin noch nicht hoch genug und hui. Noch höher, okay. Einmal noch. Vielleicht schaffe ich es, bis in den See zu springen. Und hui. Jo. Und yay. Bis außerhalb von der Map. Haha, da bin ich wieder. Ey, Aborg, das war schon fast Schummeln. Genau, Aborg, wir sollen den Pool doch nicht verlassen. Ach man, Leute, ich kann auch nichts dafür, dass das Sprungbrett mich außerhalb der Map schmeißt. Ja, stimmt auch wieder. Ah, der Pool ist echt chillig. Ich kann die ganze Zeit tauchen. Das macht so viel Spaß. Mann, ey, ich hab voll Kohldampf. Ja, ich habe auch noch nichts gegessen. Ich habe noch nicht mal gefrühstückt. Ich habe auch noch nichts gegessen, aber ihr wollt doch nicht schlapp machen. Habt ihr vergessen, dass Paul 500 Euro von uns haben will und dass Lilly den ganzen nächsten Monat kostenlos Eis bekommen soll und dass ihr für mich einen Monat lang die Hausaufgaben machen müsst, wenn die Sommerferien vorbei sind? Ja, aber auch, aber ich habe so einen Hunger. Ich muss jetzt was essen. Es tut mir leid. Ich werde jetzt aus dem Wasser gehen. Oh Mann, ey. So, ihr habt gewonnen. Meinetwegen habt ihr gewonnen. Was? Lilly, du bist freiwillig rausgegangen? Yay, Paul. Yay. Die erste Gegnerin ist aus dem Spiel. Ja, Borg, jetzt muss ich nur noch dich fertig machen. Na, Paul, da mach dir mal keine zu großen Hoffnungen, denn ich werde durchhalten.
Ja, aber halt durch. Ich will Paul keine 500 Euro geben. Ich hole mir jetzt erstmal eine Pizza, denn ich habe so Kohldampf. Oh Mann, ey, Lilly, das hätte ich nicht von ihr erwartet. Ich hätte ehrlich gesagt gedacht, dass Paul als erstes rausgeht. Naja, aber er ist wohl zu scharf auf die 500 Euro von uns beiden. Dann tauche ich mal wieder eine Runde. Jetzt noch schnell eine Runde rutschen. Hui! Oh Mann, ey, der Pool ist echt gut. Hey Leute, ich bin wieder da. Oh, hey Lilly, was hast du denn da? Hast du eine Pizza mitgebracht? Hast du uns Essen mitgebracht? Ja, ich habe Essen mitgebracht. Aber das ist komplett für mich alleine hier. Lecker, ein Stück Pizza. Oh, die Pizza ist so lecker. Njam, 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 njam. Oh, lecker, lecker, lecker. Ach komm, Lilly, ich bin dein bester Freund. Gib mir ein Stück Pizza ab. Nein, Lilly, gib mir ein Stück ab. Ich gebe gar kein Stück ab. Das ist meine Pizza. Lecker, lecker, lecker. Na gut, dann gehe ich mal gucken, ob da hinten was Interessantes passiert. Psst, Lilly, Aborg ist weg. Kannst du mir ein Stück Pizza geben? Ich gebe dir auch 20 Euro. Ich weiß nicht. Ich habe nur noch 3 Stücke. Soll ich dir wirklich ein Stück geben? Ja, bitte. Wie gesagt, ich gebe dir 20 Euro. Also nee. 20 Euro ist zu wenig. Für 50 Euro kriegst du ein Stück. Oh Mann, Lilly, du bist echt geizig. Ja, ich gebe dir 50 Euro. Krieg ich jetzt ein Stück Pizza? Ja, kriegst du. Hier, bitteschön. Lecker, danke, Lilly. Oh, ich habe so Hunger. Lecker, lecker, lecker. Oh, die Pizza ist köstlich. Du gibst mir besser auch die 50 Euro, nachdem die Challenge vorbei ist. Sonst gibt's Stress. Ich hole mir jetzt was zu trinken. Lalalalalala. Ah, im Schwimmbad macht das so viel Spaß. Oh, da läuft Lilly. Hey, Lilly, Lilly. Oh, sie ignoriert mich. Oh Mann, ey. Hä? Sie geht in das Starbucks Café rein. Oh, holt sie sich jetzt auch noch was zu trinken oder was? Oh, erst kaut ihr uns was vor und jetzt holt ihr sich auch noch was zu trinken. Oh Mann, ey. Paul, hast du das gesehen? Hä? Paul, bist du da am Essen oder was? Nee, ich bin nicht am Essen. Na gut, dann glaube ich dir das mal. Oh Mann, langsam wird's langweilig. Ich habe schon alles gemacht, was man im Pool machen kann. Ja, aber auch du hast recht. Langsam wird's langweilig. Willst du nicht mal irgendwann aufgeben? Nee, Paul, das kommt für mich nicht in Frage. Ich werde doch eh gewinnen. Du kannst dein Leid verkürzen, wenn du jetzt schon rausgehst. Bevor ich dir 500 Euro gebe, bin ich lieber noch einen ganzen Monat im Pool. Oh Mann, wir sind jetzt schon 4 Stunden im Pool. Langsam wird's echt langweilig. Wir sind schon auf die dümmsten Sachen gekommen. Oh Mann, Lilly, du hast es gut. Du kannst einfach so rausgehen. Ja, ich kann einfach so abhauen, weil ich habe eh schon verloren. Ich bin gespannt, wenn der nächste von euch rausgeht. Ganz ehrlich, ich überlege rauszugehen. Schwimmen ist wohl anstrengend mittlerweile nach 4 Stunden im Wasser. Ja, Paul, das kann ich verstehen. Ich habe auch mein Handy nicht dabei. Das ist voll langweilig. Und meine Finger wären auch schon ganz runzelig. An deiner Stelle würde ich jetzt rausgehen, weil dann musst du nämlich einen Monat meine Hausaufgaben machen. Oh Mann, einerseits will ich deine Hausaufgaben nicht machen, aber andererseits will ich auch nicht länger im Wasser bleiben. Was mache ich jetzt? Los, Paul, gib auf, dann muss ich dir keine 500 Euro bezahlen. Das ist immer noch besser, aber auch Hausaufgaben zu machen, als 500 Euro zu bezahlen. Stimmt, Paul, hör auf, Lilly, gib einfach auf, wenn dir das zu anstrengend wird. Oh Mann, ey, ich kann's nicht glauben. Ja, ich gebe auf, ey. So, jetzt habe ich aufgegeben. Was? Yay! Ich habe gewonnen! Yay, ich habe gewonnen! Ich habe die Challenge gewonnen! Yay! Oh Mann, ey, ich habe keinen Bock, die Hausaufgaben zu machen. Tja, Paul, ich habe halt gewonnen. Aber das war voll die lustige Challenge. Welche Challenge machen wir als nächstes? Keine Ahnung. Oh, warte. Ich sehe gerade am Handy. Herr Geldmann macht einen Livestream. Da müssen wir reinschauen. Herzlich willkommen. Ich bin Herr Geldmann und ich veranstalte einen Wettbewerb. Wer am längsten auf diesem Boot aushält, gewinnt es. Die Teilnehmer haben 5 Minuten Zeit, aufzutauchen. Das hört sich ja mega super duper an. Die Challenge von Herrn Geldmann sind echt lustig. Wir sollten da hingehen. Ich finde auch, dass wir da hingehen sollten. Los zu Herrn Geldmann. Ja. So, ihr seid also die Teilnehmer des Wettbewerbs. Ganz richtig. Ich werde die Luxusjacht gewinnen. Nein, ich werde sie gewinnen. Otto und ich werden sie gewinnen, denn wir sind Geschwister. Worum geht's nochmal? Ach man, Otto, mach einfach alles, was ich dir sage. Ich freue mich so auf die Challenge. Arschbombe. Wuhu. Hä? Wie doof bist du denn? Kann das sein, dass du doof bist? Du hast jetzt verloren. Du darfst doch nicht das Boot verlassen. Was? Ich darf das Boot nicht verlassen? Oh Mann, ey. Mist, jetzt bin ich raus.
Genau, kann das sein, dass du dumm bist? Ja, den ersten Fehler habt ihr ja schon gemerkt. Also, ihr dürft das Boot natürlich nicht verlassen. Und der Letzte, der auf dem Boot ist, der hat gewonnen. Wir haben noch 10 Sekunden Zeit. Ich dachte, da kommt noch ein Teilnehmer. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Halt, ich bin der Babywaschef. Ich komme. Puh, ich hab's gerade noch geschafft. Okay, dann sind wir jetzt ja vollzählig. Die Challenge beginnt. Wir sehen uns am Ende wieder. Arschbombe! Macht euch bloß keine Hoffnung. Lilly und ich werden gewinnen, denn wir sind ein Dreamteam. Genau, Abok und ich sind ein Dreamteam. Tja, euer Dreamteam bringt euch nicht viel. Otto und ich sind Geschwister. Wir werden gewinnen. Los, komm mit Otto. Ich hab schon einen Plan. Irgendwas führen die doch in Schilde. Da muss ich sofort nachgucken. Was? Ey, was habt ihr da gemacht? Paul, gute Idee. Danke, Otto. Aber wir haben eine Barrikade gebaut. Ihr kommt nicht mehr ins Schlafzimmer. Oh nein, Abok, was höre ich da? Wir kommen nicht mehr ins Schlafzimmer. Oh Mann, ey. Tja, wisst ihr, was wir dann machen? Dann versperren wir die Küche und dann kriegt ihr nichts mehr zu kauen. So, Lilly, wir versperren jetzt die Küche. Mega gute Idee, Abok. Nicht lang schnacken, loslegen. Hier ist die Küche und diese versperren wir jetzt. Gute Idee. So, ich stelle hier direkt mal eine Leiter hin, dann wissen die, was Sache ist. Ja, Lilly, und ich stelle da auch eine Leiter hin. Haha, und jetzt kommen die hier nicht mehr nach unten unters Deck. Und jetzt haben wir hier zum Beispiel eine richtig leckere Pizza. Los, Lilly, beiß zu oder schnapp zu oder keine Ahnung, lang zu. Gute Idee, aber lecker Schmecker. Wir haben hier genug zu essen. Wir halten das hier ewig durch. Das Essen war so lecker. Haha, ich könnte hier ewig durchhalten. Es gibt nur eine klitzekleine Kleinigkeit. Aber ich glaube, ich weiß, was du meinst. Was muss man machen, wenn man gegessen hat? Ich muss kacken. Ich muss auf Toilette. Nein, ich muss auf Toilette. Und ich glaube, die ist da, wo Paul und Otto sich verbarrikadiert haben. Ja, das glaube ich auch. Bruder. Ja, Otto, was gibt's? Ich hab Hunger. Ich hab auch Hunger. Ich glaube, wir müssen einen Deal mit den anderen eingehen. Sie können auf Toilette und wir bekommen was zu kauen. Das würdest du machen, Bruder? Ja, mach mal den Deal. Okay, Otto, ich kümmere mich darum. Lilly, ich gehe noch oben zu Paul. Ich will den Deal haben. Ach, Paul ist da auch schon. Hey, Paul, was machst du denn hier? Willst du einen Deal oder was? Das gleiche könnte ich dich fragen. Was willst du denn hier? Willst du einen Deal oder was? Ja, ich will einen Deal. Ich muss auf Toilette, Paul. Gut, und ich hab Hunger. Dann lass den Deal machen, dass wir jetzt in alle Bereiche können. Ja, okay. Lass machen. Ich geh schnell auf Toilette. Es wird höchste Zeit. Oh! Die Barrikaden sind schon weg. Schnell aufs Klo und... Jetzt geht's mir viel besser. Ich hab so einen Hunger. Schnell was kauen. Oh, hier ist eine leckere Pizza. Schmackofazzo. Los, ihr Lüger und Betrüger. Gib mir ein Bett, sonst knallt's. Sag mal, hör mal auf, hier rumzunerven. Du bist ein kleines Baby und ich bin Paul. Hau ab hier. Du musst auf dem Boden schlafen. Die beiden Betten gehören mir und meinem Bruder. So, ich leg mich wieder hin, ey. Na warte, das gibt Ärger. Lilly, ich könnte die ganze Nacht mit dir hier auf diesem schönen Luxusboot chillen. Ja, Abok, ich könnte mit dir auch die ganze Zeit hier chillen. Aber es wird schon dunkel. Wir sollten langsam schlafen. Wir brauchen Energie für die nächsten Tage. Da hast du recht, Lilly. Dann lass uns mal ins Schlafsaal gehen. Wir hatten ja den Deal mit Otto und Paul, dass wir uns die Räume teilen. Let's go. Schnell dorthin gehen. So. Hä? Otto und Paul liegen in den Betten? Ja, diese Verräter liegen in den Betten. Sie nehmen uns hier weg. Wir müssen auf dem Fußboden schlafen. Oh Mann, ey. Das ist mal wieder typisch Paul. Wir dürfen keine Geschäfte mit Paul machen. Dann lege ich mich hier auf den Boden hin. Vielleicht ist in der Kommode ja noch ein Schlafsack. Tatsächlich, da ist noch einer drin. Okay, dann nehme ich den Schlafsack, leg ihn hier hin und ja, dann muss ich mich wohl hinlegen. Und ich nehme mir auch einen Schlafsack. So, den lege ich mal hier hin und... Njam, 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 njam. So, dann lege ich jetzt auch meinen Schlafsack hier hin und schlafe eine Runde. So, da ist mein Schlafsack. Njam, 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 njam. So, es ist mitten in der Nacht und jetzt werde ich mal hier das Boot erkunden. Oh, hier ist eine Dusche. Ich habe mich noch gar nicht geduscht. Was war das denn? Oh, da ist ein Geheim. Oh, hier ist ein geheimer Raum. Wie cool ist das denn? Ich bin der Babywaschchef.
von Brookhaven. Hiermit werde ich gewinnen. Ich werde mich hier verstecken. Und dann werden sie denken, dass ich das Boot verlassen habe. Oh Mann, ey, ich hab so einen Hunger. Die Pizza war nicht genug, hier ist nicht genug Essen an Bord. Okay, ich sehe, die schlafen alle. Dann schummel ich mal ein bisschen. Ich brauch nämlich was Frisches zwischen die Kiemen. Ich hab richtig Hunger. Alle schlafen und ich verlasse das Boot. Ich bin Paul und ich hole jetzt mein Fahrrad raus. Das habe ich hier um die Ecke hingestellt und da ist es. Und damit fahre ich jetzt erstmal zum Burgerladen. Ich hab die Leute da bestochen, dass sie ein bisschen länger arbeiten, ne? Dafür kriegen die einen Teil der Luxusjacht ab, falls ich gewinne. So, da hinten ist gleich der Burgerladen. Oh, ich hab so einen Schmach. So, ich bin sofort da. Ich bin jetzt sofort da. Hier ist der Burgerladen. Und die Angestellte ist wirklich da. Hey, ich hätte gerne meinen saftigen Burger. Aber dafür bekomme ich auch was ab, falls du gewinnst, okay? Ja, versprochen. Ist ein Indianer-Ehrenwort. Und versprochen, versprochen. Und wird auch nicht gebrochen oder sowas. Denn ich lüge niemals. Ich bin Paul. Okay. Hier, bitteschön, dein Burger-Menü. Danke, Jackpot. Ich gehe jetzt schnell wieder zurück, damit den anderen das nicht auffällt. Schnell zurück. Ich bin sofort da. Schnell hier das Fahrrad ablegen und auf dem Weg das Burger-Menü wegschnagulieren. Haha, ich bin der Profi-Schummler. Hallo, für so eine Yacht, da schummel ich mal richtig viel. Ist doch klar, denn ich bin Paul. Und jetzt schnell aufessen. Yay, das war super lecker. Und jetzt wieder in die Haie. Schnell ins Bett. Ohoho. Hä? Ich bekomme eine WhatsApp? Hä? Wer hat mir denn eine WhatsApp-Nachricht geschickt? Hä? Mama hat mir eine WhatsApp-Nachricht geschickt, dass sie draußen wartet. Yay, Jackpot. Okay, sind noch alle da? Okay, Otto, Paul, Lilly. Der Babywaschchef ist weg. Ja, der Erste hat aufgegeben im Schlaf. Was für eine Lusche. Haha. Okay, wo ist Mama denn? Ah, da hinten kommt sie angefahren. Mama, komm her, komm her, komm her, komm her. Ich hab richtig Hunger. Ja, Bock, ich komme. Ich gebe mir Mühe. Ich bin sofort da. Ich schwimme sogar für dich hier durchs Wasser, weil du das Boot nicht verlassen darfst. Also im Prinzip habe ich dann ja nicht geschummelt. Und hier bin ich. Ey, danke, Mama. Du bist mit Abstand die beste Mama von ganz Brookhaven. Ach, was, der ganzen Welt. Danke, Aborg. Ich habe dir ein richtig leckeres Lunchpaket gemacht. Hier, bitteschön, und teile das mit Lilly. Danke, Mama. Das werde ich machen. Ich werde jetzt erstmal ein bisschen was davon schnagulieren. Die anderen schlafen noch. Ich gehe hier in die Hocke und hier werde ich jetzt erstmal richtig schön reinhauen. Boah, ich bin fertig mit Essen. Das Lunchpaket, das haue ich jetzt hier hin. Und jetzt haue ich mich wieder in die Koje. Schnell nach unten gehen. Da ist der Schlafsaal. Und jetzt tue ich so, als würde ich schlafen. Ich kann besser schlafen, weil ich gegessen habe. Und weil der Babyboss-Chef schon aus dem Rennen ist. Ich hab mega gut geschlafen. Ich habe auch super geschlafen. Und ich erst. Ich hab von nichts geträumt. Ich habe auch super geschlafen. Naja, und wie gesagt, ich habe auch richtig gut geschlafen. Aber Leute, ist euch aufgefallen? Der Babyboss-Chef, der ist nicht mehr da. Oh, stimmt, du hast recht. Wir haben einen Kandidaten weniger. Tja, Otto und Paul, und ihr beiden werdet auch noch rausfliegen. Aber Ock und ich werden gewinnen. Zäh, ich habe eine geheime Technik. Damit halte ich ewig durch. Ja, ja, du und deine geheime Technik. Lilly, komm mal mit. Hab was für dich. Das dürfen die anderen nicht mitkriegen. Komm mal mit, Lilly. Hier oben musst du einfach hingehen. Dann musst du hier hinter die Ecke gehen. Komm, Lilly. Nicht so schnell, aber ich bin ja schon fast da. Hier bin ich. Was gibt's denn? Lilly, nicht den anderen verraten. Meine Mama war letzte Nacht da und sie hat mir dieses Lunchpaket mitgebracht. Das kannst du essen. Ich habe da heute Nacht schon was von gegessen. Damit halten wir durch. Wow, super, Bock. Deine Mama ist echt die Beste. Damit halten wir ewig durch. Sag ich ja. Und jetzt pack das mal weg. Das Sonnenlicht oder das Tageslicht ist schon da. Der Morgen ist angebrochen. Ja, ich pack schnell weg, bevor die anderen kommen und es sehen. So, ist weg. Na, was macht ihr denn hier Schönes? Genau, was macht ihr hier Schönes? Lilly und ich, wir wollten nur den Ausblick genießen. Wir waren gerade auf dem Weg, uns hier an der Ecke hinzustellen und einfach mal den schönen Ausblick zu genießen. Aber du hast sonst immer schlechte Ideen, aber das ist eigentlich eine mega gute Idee. Ich guck auch mal. Stimmt, genau. Das wollten wir machen. Paul? Ja, Otto? Wen sollte ich nochmal schubsen? Sag das nicht so laut. Mich auf jeden Fall nicht. Ich soll dich schubsen? Nein! Okay, dann schubse ich dich. Aua!
Habe ich das gut gemacht? Nein, Otto, du Idiot. Du solltest die anderen schubsen. Jetzt bin ich draußen. Upsi. Paul, dein Bruder ist so ein Otto. Otto, ey, du hast gar nichts drauf, ey. Du bist zu doof zum Schummeln. Oh Mann, Otto, du bist so schlecht einfach nur. Ich weiß gar nicht. Ey, wir werden auf jeden Fall gewinnen. Oh Mann, ey. Ey, Otto, du bist so schlecht. Ich hab gar keine Angst mehr zu verlieren. Ey, hört auf, mich zu ärgern. Fang mich doch, wenn du willst. Ich stell mich hier mit Lillian. Otto, komm noch her, wenn du dich traust. Komm noch her. Ey, ich trau mich. Ich bin kein Schisser. Ich komm jetzt angerannt. Ich komme. Wuhu. Lilly, los, auf 3. 1, 2, 3. Schnell zur Seite. Ich schub's euch. Ja, ihr seid zur Seite gegangen. Oh Mann, ey. Haha, Otto, wir haben dich reingelegt. Abok, weißt du, was das heißt? Weißt du, was das heißt, Abok? Ja, Lilly, ich weiß, was das heißt. Wir haben die Yacht gewonnen. Yay. Lass mal Arschbombe ins Wasser machen. Ja, auf jeden Fall. Arschbombe. Wo ist Lilly denn hingerannt? Oh, die ist zum höchsten Punkt gerannt. So, Lilly, Arschbombe auf 3. 3, 2, 1. Arschbombe. Hui, ja. Das war eine tolle Arschbombe, Lilly. Wir haben gewonnen. Oh Mann, ey. Uns gehört jetzt einfach eine Luxusjacht. Ja, und die Challenges werden immer besser. Ich glaube, es sind alle vom Boot gegangen. Und damit bin ich der echte Gewinner. Ich gehe jetzt aus meinem Secret raus. Schnell raus hier. Und damit habe ich gewonnen. Haha, Leute, ich habe euch alle geprankt. Ich war noch an Bord. Ich bin der Babybauschef. Ich bin der wahre Gewinner. Nein. Oh Mann, der Babybauschef. Tja, du hast wohl verdient gewonnen, Mist. Ja, ich hab verdient gewonnen, denn ich bin der Babybauschef. Es gibt aber bestimmt bald wieder eine Challenge von Herrn Geldmann. Ja, Bob, da hast du recht. Ich hab schon eine Idee für eine richtig coole Challenge. Folgt mir, wir müssen zur U-Bahn. Hehe, diesmal werde ich die Challenge gewinnen. Nein, Mann, ich werde gewinnen, ich bin Lilly. Das werdet ihr schon noch sehen, denn ich bin der Challenge-Meister, auch wenn ich diese vielleicht verloren habe. Damit begrüße ich alle Teilnehmer rechtzeitig zur Letzter, der den Kreis verlässt Challenge. Die Regeln sind einfach. Ihr dürft die U-Bahn, also diesen Zug betreten und natürlich diese U-Bahn-Station. Aber nicht nur das. Ihr dürft von U-Bahn-Station zu U-Bahn-Station fahren und euch in den Stationen aufhalten. Wer die Station jedoch verlässt, ist disqualifiziert. Ab und zu wird es kleine Challenges geben, wie jetzt. Ihr habt 10 Sekunden Zeit, die U-Bahn zu betreten. Los! Ah, oh nein! Das schaff ich! 10 Sekunden? Da haben wir ja wohl noch ewig Zeit. 3, 2, doch schnell rein. Huhu, gerade noch geschafft. So, das war eine ziemlich knappe Geschichte. Dann nochmal herzlich willkommen. Mir gehört die U-Bahn nicht nur, sondern ich werde sie auch fahren. Viel Spaß an Bord. Jetzt wird Gas gegeben. Mal gucken, welcher Teilnehmer als erstes rausfliegt. Leute, es tut mir ja leid, euch das sagen zu müssen. Aber ich werde die Challenge sowieso gewinnen. Ihr könnt den Zug schon mal verlassen. Nein, aber ich werde die Challenge gewinnen. Vielleicht habe ich ja die eine oder andere Überraschung für euch. Paul, niemals wirst du gewinnen. Ich bin Lilly und mit Mädchen Power gewinne ich. Wenn hier ein Mädchen gewinnt, dann bin ich das. Denn ich bin Sophie, die Hackerin. Oh Mann, ey, wie ihr glaubt, dass ihr eine Chance hättet. So Leute, ich habe den Autopiloten aktiviert. Der Zug fährt nun von alleine. Hiermit startet die zweite Challenge. Es geht um Hide and Seek. Ihr dürft euch in diesem Zug und in jeder U-Bahn-Station von Brookhaven verstecken. Ich fange an zu zählen. Der erste, der gefunden wurde, ist raus. 60... 59, 58. Das ist doch easy. Nichts leichter als das. Heck, ich hol meinen Laptop raus. Heck, klein. Ich bin die Hackerin. Jetzt bin ich super klein. Ich werde gewinnen. Hier unter sieht er mich nicht. Das ist das beste Versteck ever. 38, 37,
Klasse, Anfängerin. Hier hinten ist doch ein mega guter Raum. Hier wird er niemals nachschauen. Nur Noobs verstecken sich im Zug. Ich steige hier aus der U-Bahn-Station aus, gehe hier neben einen Zug und dann setze ich mich hier ganz gechillt neben diesen Zug hin. Das wird niemand finden. Aber Leute, kurzer Real Talk, macht das nie in echt nach. Immer schön Abstand von den Gleisen halten. Oh Mann, ey, aber Ork ist rausgegangen. Ich wollte auch rausgehen. Aber ich fahre bis zur nächsten Station. Jetzt sind wir am Madison Lake. Hier wird er mich niemals finden. Ich gehe nämlich fast raus. So, ich gehe auf die letzte Stufe. So, hier ist die letzte Stufe. Weiter darf man nicht aus der U-Bahn rausgehen. Aber hier wird er bestimmt nicht suchen. 3, 2, 1, 0. So, Eckstein, Eckstein, alles muss versteckt sein. So, wo sind wir denn gerade? Oh, das steht hier oben an der Black Hawk Station. Na, vielleicht hat sich ja auch noch jemand hier im Zug versteckt. Ich schaue erstmal rum. So, hier ist niemand. Ist hier vorne vielleicht jemand? Vielleicht ist jemand in der Fahrerkabine. Ah, nein, sieht nicht so aus. Okay, dann gehe ich mal aus der Station raus. Vielleicht befindet sich hier jemand in der Blackhawk Station. Aber das sieht nicht so aus. Mann, ey, die Teilnehmer sind mega gut. Ist hier vielleicht jemand in der Ecke? Nee, hier ist auch niemand. Dann sind bestimmt alle im Zug. Wo könnte denn jemand... Da bist du! Ich wollte gerade fragen, wo denn jemand sein könnte. Ich hab dich gefunden! Oh Mann, ey! Da haben meine Hacking-Fähigkeiten auch nichts gebracht. Ich hack nur mal! Schade, Schokolade, aber ich hab verloren. Ja, hiermit bist du leider disqualifiziert. Danke, dass du mitgemacht hast. Mann, schade, ich hätte so gern gewonnen. Aber dann hack ich mir die Robux einfach. So, Leute, ihr könnt aus euren Verstecken rauskommen! Herr Geldmann, Sie haben mich fast gefunden. Mich hat er auch fast gefunden. Oh Mann, Herr Geldmann. Und Lilly ist auch schon wieder da. Ihr wart echt gut versteckt. Das habt ihr mega gemacht. Aber jetzt gibt's die nächste Challenge. Komm mit. Für den Rest der Zeit dürft ihr euch nur noch in diesen Vierersitzen aufhalten. Ich sperre den Weg mit diesen Pylonen ganz einfach ab. Los, komm her! Ja, ich komme, ich komme, ich komme, ich komme. Okay, ich nehme diesen Vierersitz. Und ich nehme den hier. Ich nehme den hier. Ihr könnt die Plätze natürlich auch gerne tauschen, aber ihr dürft diesen Bereich nicht verlassen. Viel Glück. Hä, das ist doch mega chillig. Wir chillen einfach nur im Zug. Ja, Mann, wie soll da jemand rausfliegen? Das habe ich auch noch nicht verstanden. Es ist viel zu einfach. Herr Geldmann liebt anscheinend einfache Challenges. Haha, noch denken Sie sicher, dass das eine einfache Challenge ist. Aber es wird mit der Zeit immer schwieriger. Eine Stunde später. Oh, Mann, ich habe Hunger, Leute. Ich habe Hunger. Ich habe auch Kohldarm. Ich bin auch was essen. Mann, hat jemand von euch was zu essen dabei? Bitte. Ich habe leider nichts dabei. Ich auch nicht. Tja, Leute, dann habt ihr wohl Pech gehabt. Denn ich habe einen ganzen Lebensmittelkarton dabei. Und ich werde jetzt erstmal richtig, richtig, richtig viel essen. Lecker Schmecker. Einen leckeren Burger. Oh Mann. Kann ich was abhaben? Und ich auch. Ihr habt leider Pech gehabt. Das ist eine Challenge. Ich kann euch doch nichts abgeben. Oh Mann, ich sterbe vor Hunger. 2 Stunden später. Wir haben Hunger. Ey, die scheinen da hinten keine Ruhe zu geben. Dann gebe ich ihnen jetzt was zu essen. Hey, wollt ihr was zu essen haben oder was? Nein, nein, ich hab schon gegessen. Ja, bitte. Ich möchte einen Burger haben. Und ich will auch einen Burger. Aber Ork, bist du sicher, dass du nichts willst? Nein, nein, Herr Geldmann. Ich hatte schon. Okay, dann gehe ich jetzt Burger kaufen. Haha, das werden die noch bereuen. So ein Burger kann ihnen schneller zu Verhängnis werden, als die ihnen lieb ist. Haha. Oh Mann, ey. Denken die nicht an die Toilette? Naja, ich bin jetzt erstmal da und ich gehe jetzt rein hier in den Laden. Hallöchen, ich hätte gerne richtig viele Burger. Wow, hallo Herr Geldmann. Vielen Dank, dass Sie eine U-Bahn-Station aufgebaut haben. Ach, kein Problemchen. Ihre Burger sind jeden Moment fertig. Ich gehe kurz nach hinten und hole sie. So, okay.
Und hier sind die Burger. Bitteschön. Dankeschön. Ich überweise Ihnen das Geld später. So. Ey, diejenigen, die das essen, werden das so bereuen. Aber okay. Jetzt geht's weiter. Leute. Oh Mann. Mann. Ich trau mich das nicht zu sagen. Ich sag's nur dir. Nur dir sag ich das. Ich sag das nicht Paul und Lili. Ich muss auf Toilette. Nein, ich muss richtig. Ihr wisst schon. Oh Mann, ich hab Hunger. Ich auch. Hoffentlich kommt der Geldmann sofort. Hallöchen, da bin ich wieder. So, wer wollte denn jetzt was haben? Ich. Ich auch. Dann hier, bitteschön, für euch beiden eine Portion. Danke, Herr Geldmann. Vielen Dank. Oh, lecker schmecker. Junge, die dicken Belege hau ich mir jetzt erstmal rein, du. Aber wie sieht's mit dir aus? Möchtest du gar nichts haben? Nee, lassen Sie mal lieber. Ich habe Ihren Trick schon verstanden. Aber keine Sorge, ich werde nichts verraten, denn ich will ja gewinnen. Okay, du hast es verstanden. Naja, gut, dass du leise bist. Vielleicht fallen die anderen drauf rein. Ich gehe jetzt in meine Kabine. Eine Stunde später. Sehr geehrte Damen und Herren, ich stehe hier zusammen mit dem Herrn Geldmann. Wie sieht's aus? Hallo, liebe Reporterin. Eine Kandidatin ist bereits ausgeschieden. Die ersten Wehwehchen beginnen bei den anderen Kandidaten. Ich denke, es wird nicht lange dauern, bis der nächste aussteigt. Fänden Sie es in Ordnung, wenn wir die Kandidaten interviewen? Ja, machen Sie das gerne. Interviewen Sie die Kandidaten. Okay, dann gehe ich mal in den Zug rein. Hallöchen. Ich komme von den Nachrichten und ich würde euch gerne interviewen. Wie sieht's momentan bei euch aus? Also, ich hatte jetzt Hunger und jetzt muss ich unbedingt auf Toilette. Mir geht's eigentlich auch mega gut, aber ich muss richtig scheißen. Oh, Leute, da kann ich mich nur anschließen. Ich habe euch richtig hops genommen. Ich hätte jetzt viel lieber einfach nur Hunger, als dass ich auf Toilette müsste. Und wie ist die Lage sonst? Habt ihr sonst was zu erzählen? Na klar, und zwar, dass ich gewinnen werde. Nein, ich werde gewinnen. Nein, ich. Sehr geehrte Damen und Herren, die Teilnehmer haben ihren Kampfgeist noch nicht verloren. Ich wünsche euch weiterhin noch viel Glück. 2 Stunden später. Oh, Leute, ich muss so doll scheißen. Es tut mir leid, ey, Mann. Ich bin nicht unvorbereitet gekommen. Das ist mein Trick 17. Paul, du wirst doch jetzt nicht etwa... Nein, Paul, das ist ekelig, lass es. Doch, mir bleibt nichts anderes übrig. Ich werde in diesen Eimer reinscheißen. Ich stelle ihn jetzt hier hin, ich drehe mich um und sofort geht's los. Nein, Paul, lass es, das ist ekelig. Es nützt nichts, Lilly, ich muss scheißen. Paul, das ist ekelig, lass es. 3, 2, 1. Paul, das ist so abartig. Ich kann nicht mehr, das halte ich nicht aus. Wir kennen ja Paul, aber das hat den Rahmen gesprengt. Das war ja mal sowas von ekelig, ey. Lilly, wie ich sehe, hast du den Zug verlassen. Danke für deine Teilnahme und viel Glück beim nächsten Mal. Gehen Sie lieber nicht in den Zug rein. Das war einfach nur abartig, was Paul da gemacht hat, ey, Mann, ey. Ey, tut mir aber auch jetzt leid. Boah, Paul, sag mal, geht's noch? Das stinkt so, du bist so ekelig. Ja, wenigstens muss ich jetzt nicht mehr aufs Klo. So, Leute, wie ich sehe, eskaliert das hier ein bisschen. Ihr dürft wieder den kompletten Zug und jede U-Bahn-Station betreten. Ja, Jackpot, jetzt kann ich hier weg. Boah, das stinkt hier so in den Vierer. Ey, Paul hat sich überhaupt nicht unter Kontrolle. Das war so ekelig. Dann chill ich jetzt erstmal hier auf der Sitzbank. Ey, nicht mal ich halte das hier aus, ey. Ich lege mich jetzt hier auf den Fußboden. Ich gewinne diese Challenge im Schlaf. Njam, 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 njam. Njam, 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 njam. Eine Stunde später. Ey, Bock, das war so ekelig mit Paui. Ja, Lilly, das war mega ekelig, ey. Bah. Zum Glück dürfen wir wieder überall rumlaufen. Aber pass auf, dass du nicht aus Versehen aus der U-Bahn-Station rausgehst. Noch ein Schritt und du bist raus. Nein, Lilly, ich pass schon gut auf. Hast du einen Plan, wie wir Paul besiegen könnten? Wenn du einen guten Plan hast, gebe ich dir was vom Preis ab. Nee, tut mir leid, aber leider fällt mir da nichts ein. Aber ich hoffe, du gewinnst.
Ja, das hoffe ich auch. Ich gehe mal wieder zurück. Vielleicht kann ich Paul jetzt hier besiegen. Ich gehe jetzt hier wieder zurück in den Zug rein. Und ich bin mal gespannt. Oh, Paul ist am Schlafen. Oh Mann, ey. Ey, Paul. Hey, Paul. Dich trage ich jetzt. Es hat einfach geklappt. Paul schläft. Jetzt muss ich ganz vorsichtig sein. Er schläft einfach und ich gehe aus dem Zug raus. Ich muss ganz, ganz vorsichtig sein. Ich muss ganz vorsichtig sein. Wow, wacht auf. Nee. Okay, ich muss ganz vorsichtig sein. Ich muss ganz vorsichtig sein, Leute. Habt ihr eine Idee, was mein Plan ist? Habt ihr eine Idee? Also, ich werde Paul jetzt hier nach oben bringen. Da ist Lilly. Und. Jetzt muss ich ganz vorsichtig auf die letzte Stufe gehen. Das ist die letzte Stufe. Ich bin noch in der U-Bahn. Und... ich schmeiß dich. Was? Wo bin ich? Du bist raus. Ich hab dich rausgeschmissen, währenddessen du geschlafen hast. Ich stehe noch auf der letzten Stufe. Ja, super. Und damit haben wir einen Gewinner. Aber okay, herzlichen Glückwunsch, du hast 1 Million Robux gewonnen. Du darfst die U-Bahn-Station jetzt verlassen. Ja, danke, Herr Geldmann. Vielen Dank. Kein Problem, bis zur nächsten Challenge. 1 Woche später. Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen. Ich bin hier mit dem großartigen Herrn Geldmann. Ich bin Herr Geldmann. Ich habe richtig viel Geld, Mann. Heute haben wir wieder eine Mega-Challenge. Wer als letztes diesen Bus verlässt, erhält 100.000 Robux. Die Challenge hat nur 5 Slots. Die ersten 5 Personen, die hier sind, nehmen an der Challenge teil. Bah, ich muss los. Ich bin der Babybauschef, ich geh auch los. Schnell. Paul, hast du das gehört? Ja, Otto, diese Challenge werden wir gewinnen. Ja, Paul, let's go. Das schaffen wir. Los. Mann, ey, ich war gerade dabei, ein Secret zu entdecken, Miss Aiden. Ich will aber mitmachen, darum gehe ich schnell los. Oh Mann, ich bin gleich da und oh, da sind schon 4 andere. Ich bin der 5. Yes! Herzlich willkommen, liebe Teilnehmer. Damit sind wir vollzählig. Hallo, mein Name ist Abaok. Hallo, ich bin Lilly. Ich bin der Babybauschef. Ich bin Paul. Und ich bin Otto. Die heutige Challenge ist einfach. Wer als letztes den Bus hinter mir verlässt, bekommt 100.000 Euro. Ihr habt 10 Sekunden Zeit einzusteigen. 10, 9, 8, 7. Ah, schnell rein. Ich hol mir den besten Platz im Bus. Morgen auf mich. Ich bin der Babybauschef. Ich gewinne. 2, 1. Wow, Otto, los, schnell, beweg dich. Ja, Bruder Herz, ich komme. Ich bin gespannt, wer diese heftige Challenge gewinnen wird. So, Leute, jetzt zeige ich euch mal hier, wo der ganze Hang an der Sache hängt. Denn ich bin nämlich der Geldmann. Ich habe 4 Geldmann und ich fahre hier mit dem Bus rum. Da kommen wir auch schon zur ersten Challenge. Ich habe hier in dieser Tasche 1.000 Robux. Wenn jemand von euch jetzt schon aufgibt, bekommt er 1.000 Robux von mir. Also, möchte jemand von euch aufgeben? Nein, niemals. Ha, ich gebe auch nicht auf. Für 1.000 Robux? Ich will 100.000 Euro haben. Ich gebe auch niemals auf. Ja, Mann, 1.000 Robux sind voll viel. 1.000 Robux nehme ich doch direkt mal. Mann, ey, du bist einfach nur blöd. Hier, bitteschön. Und, naja, ich sag jetzt einfach mal, jetzt verz dich. Oh, Mann, ey, naja, aber jetzt habe ich 1.000 Robux. Ey, Mann, mein Bruder ist so doof, ey. Wir hatten die Chance auf 100.000 Euro. Jetzt muss ich das alleine schaffen. Hey, damit wäre der erste Spieler raus. So, und wir sind noch gar nicht am Ziel gewesen. Ich fahre mal mit euch zu dem Ort, wo die Challenge stattfindet. Denn hier einfach so im Bus rumzusitzen und zu warten, bis mein der Letzte ist, ist ja langweilig. Jetzt kommen wir der ganzen Sache schon näher, denn hier ist der Brookhavensee. Und hier fahren wir jetzt mal schön mit dem Bus rein. Viel Spaß hier im See mit den nassen Füßen. Ich chill hier lieber am Strand. Mann, ey, alles voll mit Wasser. Meine ganzen Füße sind nass.
Ja, Mann, meine Füße sind auch nass. Das fühlt sich an, als hätte ich in der Hose gemacht. Mann, ey, die Challenges werden immer schwieriger. Tja, Leute, heult mal rum. Ich werde gewinnen. Nein, Paul, ich werde gewinnen. Ich werde gewinnen. Nein, ich, Girls Power. Noch findet ihr das ja einfach, aber wartet mal, bis ihr 10 Stunden da im Wasser standet. 10 Stunden? Ich bin der Babyboy-Chef, so lange habe ich da keinen Bock drauf. Wir brauchen mal ein bisschen Action. Ay-Karamba! Er ist ausgestiegen. Los, Opa, gib mir die Kohle oder ich knall dich ab. Ich bin der Babyboy-Chef. Sag mal, kriegst du noch ganz sauber? Sag mal, geht's noch? Ich werde dir die Kohle niemals geben. Dann mach ich die Challenge mal ein bisschen spannender. Ay, caramba. Babyboss-Chef, was hast du vor? Das werde ich euch jetzt zeigen. Jetzt gebt ihr mal ein bisschen Action, Vollspeed. Babys können auch Bus fahren. Wuhu! Ay, caramba. Ups. Nicht so schlimm. Yay, Vollspeed, Babyboss-Chef. Was machst du da, Babyboss-Chef? Was machst du da? Wir sind viel zu schnell. Ay, caramba. Yay, Babyboss-Chef. Yay. Auf in die Scheune. Ich bin der Babyboss-Chef. Wow, da ist eine Absperrung. Nein, Mann, ey. Hier komme ich nicht durch. Endlich habe ich ihn. Schnell ja auch eine Absperrung hinbauen. So, Babyboss-Chef, jetzt kommst du denn nie wieder raus. Der Polizeichef ist auf einmal hier. Vor und hinter uns ist eine Absperrung. Ach ja, Polizeichef, ich knall dich ab. Das wollen wir doch mal sehen. Hiermit bist du verhaftet. Du hast das Recht zu schweigen. Alles, was du sagst, kann und wird vor Gericht gegen dich verwendet werden. Außerdem ist die Challenge hiermit für dich beendet. Oh Mann, ich dachte, ich würde gewinnen. Mist, ey. Haha, das Gute hat gesiegt. Und jetzt schnell zurück zum Revier. Oh Mann, ey. Bitte lass mich frei. Das war ja mal mega sass. Endlich habe ich euch gefunden. Boah, Mann, der Babyboss-Chef, der dreht ja mal völlig durch. Und der hat auch noch was von einer Bombe erzählt. Habt ihr die schon gefunden? Was? Eine Bombe? Eine Bombe? Oh nein, dann habt ihr die wohl noch nicht gefunden. Steig schnell aus dem Bus aus. Nein, ich will die Challenge gewinnen. Das ist bestimmt nur ein Test. Nein, der Babyboss-Chef hat wirklich eine Bombe im Bus versteckt. Das glaube ich dir nicht. Da war wirklich eine Bombe drin. Mann, der Bus ist zerstört. Mann, die Challenge, Mann, ey. Was machen wir denn jetzt? Wir haben eine Lösung gefunden. Liebe Teilnehmer, wir sind hier beim Autohaus von Brookhaven. Hinter euch befinden sich 3 Fahrzeuge. Ein kleines Auto, ein Sportmotorrad und ein Wohnmobil. Wir spielen heute das Spiel Der Preis ist heiß. Verratet mir bitte, wie teuer dieser Ferrari ist. Derjenige, dessen Antwort am nächsten am Originalpreis ist, hat gewonnen. Darfst du als erstes in einen dieser Fahrzeuge reinsetzen. Paul, du fängst an. Ich würde sagen, der Ferrari kostet 20.000 Euro. Jetzt ist Aborg dran. Aborg, wie teuer ist der Ferrari? Ich sag 175.000 Euro. Sehr gut. Und nun ist Lilly dran. Lilly, was sagst du? Wie teuer ist der Ferrari? Ich sag 100.000 Euro. Die richtige Antwort ist 200.000 Euro. Und damit hat Aborg den ersten, Lilly den zweiten und Paul den dritten Platz gemacht. Aborg, such dir ein Auto aus, in dem du die Challenge machen willst. Ja, ich hab gewonnen. Ich nehme natürlich das Wohnmobil. Das muss ich niemals verlassen, denn ich hab hier... Ja, ich kann damit fahren. Ich kann hier kochen. Ich habe hier meine eigene Küche. Ich habe hier sogar ein Bett in dem Auto. Eine Toilette und eine Dusche. Also ich kann hier einfach, sage ich mal, ich sag's jetzt einfach mal, ich kann hier ins Klo scheißen. Und das können die anderen nicht machen. Also dieses Auto werde ich niemals verlassen. Ja, Mann. Und ich entscheide mich für das Auto. Juhu.
Hier ist es schön warm drin. Lilly, wie blöd bist du denn? Ich hätte das Motorrad genommen. Ha, yay. Sehr gut, viel Spaß in euren Fahrzeugen. Danke, ich leg mich erstmal hin und ich schlaf erstmal eine Runde. Nam, 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 nam. Nam, 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 nam. Oh Mann, ey, das wird in meinem Auto langsam ganz schön eng, ey. Ich kann mich nicht mal richtig ausstrecken, Mann, ey. Haha, Lilly, da ist mein Motorrad doch gleich viel besser. Ich habe nach links und rechts nach oben und Luft. Ich kann mich ausstrecken. Mann, Paul, ich hätte das Motorrad wählen sollen. Tja, hast du aber nicht und deswegen habe ich das jetzt. Yum, 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 yum. La, 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 la. Oh, nein! Es fängt an zu regnen. Ah, ah. Paui! Ich sitze hier schön in meinem trockenen Auto. Ist das immer noch so cool auf deinem Motorrad? Hey, ich werde nass. Yum, 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 yum. Oh, ist das ein Gewitter? Ist das ein Gewitter? Oh, gut, dass ich hier in dem Wohnmobil bin. Paul ist draußen. Sogar der Geldmann geht unter das Dach. Mann, ich bin klitschnass. Mir ist so kalt. Schlimmer kann's echt nicht werden. Paul, du bist so ein Opfer, ey. Ja, ich bin froh, dass ich das Auto habe. Mann, ey. Ich hab's echt mal am besten. Ich koch mir jetzt was richtig Leckeres zu essen. Ja, es hat aufgehört. Paul, mach dir mal keine Hoffnung. Das ist die Ruhe vorm Sturm. Ja, ja, Lilly. Das ist einfach nur das Zeichen, dass ich ein Gewinner bin. Lalalalalalala. Lalalalala. Nein, 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 nein. Was denn jetzt? Nein, 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 nein. Bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Ist das Schnee? Nein. Oh, Mann. Es fängt an zu schneien. Es ist so kalt, Mann. Nee, Mann. Paui. Boah, ey, das ist ganz schön kalt draußen. Es schneit jetzt. Ich gehe mich erstmal richtig schön warm abduschen. Das ist aber nichts für euch. Oh Mann, mir ist so kalt. Ich bin schon blau. Ich friere richtig. Paul ist da draußen. Der ist schon richtig blau angelaufen. Der muss eigentlich jeden Moment aufhören. Ey, aber lach mich nicht aus, Mann. Ey, das ist so kalt. Ich muss die Challenge abbrechen. Mann, ey, Mann. Ja, Paul ist raus. Yay, Girls Power. Och, Mann, ey. Paul, das tut mir ehrlich leid, aber hiermit bist du leider raus. Mann, ey, das war viel zu kalt. Okay, kann ich verstehen. So, liebe Leute, weiter geht's mit der Challenge. Fahrt mir mal bitte hinterher. Wir besuchen nämlich jetzt einen alten Freund von mir. Ja, ich komme. Wo geht's denn hin? Oh Mann, ey. Was müssen wir jetzt dann machen? Ach, egal. Ich bin mit meinem Wohnmobil mit allen Funktionen für alles Mögliche gewappnet. Okay, was ist denn da vorne? Okay, da stehen die. Da ist ein Schlitten und da steht ein alter Mann mit einem langen weißen Bart und einer roten Mütze neben. Und er sieht schon ganz alt aus und der hat ganz viele Geschenke. Was könnte das denn nur für ein Mann sein? Ich weiß es! Es ist der KFC-Opa! Digga, hast du mich gerade KFC-Opa genannt? Ich bin der Weihnachtsmann! Du bist der Weihnachtsmann? Oh, cool! Ja, das ist der Weihnachtsmann! Das ist der beste Freund vom Geldmann! Und ihr müsst jetzt einmal aus euren Autos aussteigen und zum Weihnachtsmann in den Schlitten reingehen. Oh Mann, Herr Geldmann, das wird eine lustige Challenge! Los, einsteigen! Okay, ich will mir direkt wieder einen guten Platz reservieren und ich steig hier. Setz mich hier vorne hin. Und ich komm auch, ja, Challenge. So, mein guter Freund Weihnachtsmann, heiz die Beine mal ordentlich ein. Na, darauf kannst du wetten. Ho, ho, ho und fröhliche Weihnachten. Jetzt geht's los mit der Challenge. Ine, mine, mu, ich beschleunige auf maximale Geschwindigkeit. Im Nu. Mir ist so schlecht, hör auf. Borg, was ist dein Problem? Mir ist mittlerweile so schlecht. Ich muss mich gleich übergeben. Ho, ho, ho. Das sind normale Turbulenzen, die ein Weihnachtsmann aushalten muss. Wer auf Ende, Ende, die Challenge ist vorbei. Wie es aussieht, hab ich die Challenge gewonnen. Herzlichen Glückwunsch, Lilly. Du hast die Challenge gewonnen. Hier sind 100.000 Euro für dich. Ja, danke, Herr Geldmann. Lilly,
Herzlichen Glückwunsch, das hast du dir echt verdient. Danke, Amok. Du warst aber auch ein echt hartnäckiger Gegner. Ha, das stimmt. Und die nächste Challenge, die werde ich gewinnen. Tja, das wollen wir doch mal sehen. Die nächste Challenge kommt bestimmt. Oh Mann, ey, diese Challenge hat Lilly zwar gewonnen, aber eigentlich hatte sie auch nur Glück. Naja, ich stelle mich jetzt hier an den Automaten und spiele ein bisschen. 4 Stunden später. Die Arcade-Halle ist so cool. Hier müsste Herr Geldmann eigentlich mal eine Challenge machen. Ich glaube, da könnte der Junge recht haben. Ich sollte hier in der Arcade-Halle mal eine Challenge veranstalten. Die Challenge könnte richtig Bock machen. Aber ich glaube nicht, dass Herr Geldmann hier mal eine Challenge machen wird. So, meine Gelddruckmaschine läuft. Das Preisgeld ist gleich da und damit kann die Challenge gleich auch beginnen. Ich werde jetzt erstmal eine WhatsApp-Nachricht ans Fernsehen schicken. Die können die Challenge schon ankündigen. Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen zu einer Sondersendung der Brookhaven-Nachrichten. Der berühmte Herr Geldmann veranstaltet eine neue Challenge. Jeder Teilnehmer hat noch 25 Sekunden Zeit, in der Arcade-Halle aufzutauchen. Es geht mal wieder um ein hohes Preisgeld und damit sind die Sondersendungen beendet. Ich gehe auch schnell los. Hoffentlich komme ich noch rechtzeitig an. Was? Oh mein Gott, da habe ich gerade noch drüber nachgedacht, dass wir da einfach eine Challenge haben. Ich bin der Erste, der da ist. Ich habe nur noch ganz wenig Zeit. Oh mein Gott, gut, dass ich gerade daneben bin, denn ich war ja gerade in der Arcade-Halle. Das ist alles so verrückt. Oh mein Gott, hallo Herr Geldmann, ich bin der Erste. Ja, herzlichen Glückwunsch, du bist der erste Teilnehmer. Hey, wartet auf mich, ich will auch mitmachen. Du darfst auch mitmachen. Ich muss mich beeilen. Wow, Mann, das war echt hoch, aber ich will mitmachen. Sehr gut, wie es aussieht, seid ihr die einzigen Teilnehmer. Denn wir haben noch 3, 2, 1, 0 Sekunden Zeit. Hallo, ich bin Tubas. Ich habe mich mal hierher teleportiert. Okay, das ist auch gut, Tubas. Aber du weißt ja, bei meinen Challenges darf niemand hacken. Also hast du keinen Vorteil. Ja, Herr Geldmann, ich werde nicht hacken. Versprochen. Gut, dann geht die Challenge los. Es ist die Challenge. Wer als letztes die Arcade-Halle verlässt? Ich werde die Arcade-Halle als letztes verlassen. Nein, nicht, denn ich bin Paul. Nein, ich, denn ich bin Amok. Nein, nicht, denn ich bin Tubas. Wie ich sehe, wurde der Kampfgeist bereits geweckt. Natürlich wird es auch wieder viele Unteraufgaben geben. Zum Beispiel diese hier. Bitte gebt nun alle euer Handy ab. Oh Mann, ey, ich dachte, ich kann am Handy Roblox zocken. Oh, hier, bitteschön. Danke, Amok. Naja, hier sind ja genug Spielekonsolen. Vielleicht kann ich damit zocken. Oh Mann, ey, da kann ich gar nicht auf TikTok surfen. Oh ja, hier, bitteschön, oh Mann, ey. Ich hab kein Handy, ich hab nur einen Laptop. Ja, und hier ist mein Handy, Mann, ey. Okay, hier, bitteschön. Gut, damit wäre diese Aufgabe nun erledigt. Ihr könnt jetzt ein bisschen spielen. Yay, wir können spielen. Dann gehe ich mal an diese Konsole und zock ein bisschen. Ja, und ich gehe aufs Motorrad. Brumm, brumm, hui. Und ich spiele hier Super Mario. Ba, 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 da, ba. Oh nee, das ist die Musik von Löwenzahn. Aber egal, das macht Spaß. Hä, wie kann das eine Challenge sein? Wir sind hier gerade alle am Zocken, ey. Wir können das doch ewig durchziehen. Das ist doch einfach ein Traum. Also, mega gut. Ich werde garantiert der Letzte sein, der hier die Arcade-Halle verlässt. Nein, aber ich werde die Letzte sein. Ich gebe Gas. Einfach nur mega lustig. 5 Stunden später. Ja, ich habe einen neuen Highscore. So, Leute, ihr habt genug gedaddelt. Kommen wir zur nächsten Challenge. Reiht euch bitte vor mir auf. Oh, na gut, Herr Geldmann. Mann, okay, was gibt's denn für eine Challenge? Diese Challenge ist ganz einfach. Und zwar müsst ihr mir alle etwas vorsingen. Ich werde euch allen eine Schulnote von 1 bis 6 geben. Und der mit der schlechtesten Note fliegt aus dieser Challenge. Was?
Was? Oh nein, ich kann nicht singen. Ich bin richtig, 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 richtig schlecht in Singen. Frag mich mal, ich bin auch voll schlecht. Und ich es. Mann, das wird peinlich. Das darf Jenna niemals erfahren. Okay, so wie ihr in der Reihe steht, fangt ihr auch an zu singen. Tubas fängt an und Lilly singt als Letztes. Oh weia, ich bin Tubas. Na gut, dann singe ich jetzt. Ich bin ein Hacker, ein Programmierer. Ich schleiche mich durch das Netzwerk. Ich verschaffe mir Zugang zu Brookhaven. Ich bin der König des Cyberspace. Ich bin ein Hacker, ich bin ein Meister. Um Daten zu erfassen, ich bin ein Wühler, ein Eindring. Ich werde über Brookhaven herrschen. Oh mein Gott, das war einfach nur mega. Tubas, du bekommst die Schulnote 1. Oh mein Gott, Tubas war aber auch mega gut. Herzlichen Glückwunsch. Aber jetzt bin ich dran. Okay, Leute, jetzt habe ich hier meine Kopfhörer auf, mein Mikrofon am Start und ich lege los. Danke, Tuba, für deine Hilfe. Ich habe einen eigenen Song. Ich habe meinen eigenen Song. Ich werde der Letzte sein, der aus der Halle geht. Ich werde der Gewinner sein, der den Preis erhält. Auf dem Weg zu meinem Sieg werde ich ein paar Mühen dabei haben. Es wird nicht leicht, aber ich weiß, dass ich es schaffen kann. Ich werde der Letzte sein, der aus der Halle geht. Ich werde der Gewinner sein, der den Preis erhält. Und das ist mein Rap gewesen. Wow, Amok! Nicht so gut wie Tubas, aber ich würde sagen eine 2. Sehr gut, damit kann mir nichts mehr passieren. Oh Mann, ey, mir fällt kein Text ein. Dann rappe ich jetzt oder singe ich einfach mal das hier. I will dance, dance, dance with my hands, hands, hands. Above my head, head, head. Like Jesus said. I'm gonna dance, dance, dance with my hands, hands, hands. Above my head, head, head. La, 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 la. Wow, Paul, das war gar nicht mal so gut gesungen. Aber da mir die Serie Wednesday gefällt, bekommst du von mir eine 3. Yay! Oh Mann, jetzt bin ich dran. Lilly, das schaffst du. Ich weiß zwar, dass meine Ohren bluten, sobald du anfängst zu singen, aber jetzt wirst du es schaffen. Oh Mann, okay, ich leg los. Ich leg los. Ich will Himmels, ich will Dollars. Ich will fliegen wie bei Marvel. Zum Frühstück Canapés und ein Whiteberry. Lili, ich will Himmels, ich will Dollars. Ich will fliegen wie bei Marvel. Ich hab Hunger, also nehme ich mir alles vom Buffet. Ich will ein Haus für meine Mama an der Küste von Catania. Zum Frühstück Canapés. Und ein Whiteberry Lili. Meine Ohren bluten now. Lili, hör auf. Oh Mann, ich weiß, dass ich nicht singen kann. Ja. Lili, du bekommst eine 7. Oh Mann, ich weiß auch, dass ich nicht singen kann. Okay. Tut mir leid, Lili, damit bist du raus. Oh Mann, ich kann heute nicht singen, Mann, ey. Dann lasse ich euch jetzt mal alleine. Ihr könnt nämlich jetzt ein bisschen weiter zocken. Yay, wir können weiter zocken. Ich werde den Rekord nochmal überbieten. Tja, nur weil ich die Challenge verloren habe, heißt das noch lange nicht, dass ich den anderen keins reindrücken kann. Hier wohnt nämlich Paul. Ding dong. Oh Mann, wer klingelt denn da? Hallo, wer bist du denn? Hallo, Sie sind der Papa von Paul, oder? Ja, das bin ich. Was gibt's denn? Naja, wir schreiben morgen eine Klassenarbeit. Und ich wollte Paul fragen, ob er mir vielleicht helfen kann zu lernen. Was? Paul ist gerade gar nicht zu Hause. Der ist in der Arcade-Halle. Was? Echt? Oh, ich dachte,
Ich dachte, Paul und ich können zusammen lernen. Denn ich falle nämlich fast durch. Ich muss bald nachsitzen. Oh, das tut mir aber leid. Nachsitzen muss echt schlimm sein. Ja, das ist echt schlimm. Aber wenigstens bin ich nicht alleine. Wenn Paul nämlich auch durch diese Klassenarbeit fällt, dann sitzen wir beide nach. Und darum wollte ich ja mit ihm lernen. Was? Paul muss bald nachsitzen? Oh Mann, ich gehe sofort zur Akatalon und werde ihn da rausholen. Der muss lernen, der Bursche. Hehe, wie gut, dass ich nur gute Noten schreibe und morgen gar keine Klassenarbeit ist. Das macht richtig Bock hier. Die Challenge ist richtig easy. Ja, Mann, ich könnte den ganzen Tag zocken. Ich auch, das macht so viel Bock. Na, habe ich dich endlich gefunden. Hä, Papa, was machst du denn hier? Die Frage ist eher, was machst du hier? Du schreibst auch morgen eine Klassenarbeit und du bist kurz davor, nachzusitzen. Was? Nein, wir schreiben gar keine Klassenarbeit morgen und ich bin auch nicht kurz davor, nachzusitzen. Na gut, das mit dem Nachsitzen stimmt, aber wir schreiben morgen keine Klassenarbeit. Doch, das wurde mir nämlich erzählt. Du brauchst gar nicht anfangen, hier mich anzulügen. Ha, das ist meine Chance. Entschuldigung, Sie sind der Vater von Paul, oder? Ja, der bin ich. Wer fragt? Hallo, mein Name ist Avaorg. Ich bin der Klassenkamerad von Paul. Und ja, wir schreiben morgen eine Klassenarbeit. Ich bin ein Einserschüler, darum muss ich nicht lernen. Aber Paul sollte auf jeden Fall lernen. Ah, schon wieder einer, der es sagt. Siehst du, Paul? Du kommst jetzt sofort mit und lernst. Nein, ich komme nicht mit. Das hier ist eine Challenge. Paul, blamier mich hier nicht vor den fremden Leuten. Du kommst jetzt mit. Nein, Opa, ich komme nicht mit. Ich will die Challenge machen. Na, sei mal nicht so frech. Das gibt einen Monat Nachsitzen, wenn du nach Hause kommst. Ey, aber warum hast du gesagt, dass wir morgen einen Test schreiben? Das stimmt doch gar nicht. Damit du rausfliegst, das ist doch eine Challenge. Oh Mann, ich zock weiter. 5 Stunden später. Oh Mann, wir sollten schlafen gehen. Ihr habt eure Schlafsäcke schon hingelegt, darum lege ich meinen jetzt auch mal hin. Ich wünsche euch allen eine angenehme gute Nacht. Das wünsche ich dir auch. Ich bin Tubas. Gute Nacht, Amok. Njam, 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 njam. Ich werde eine gute Nacht haben. Denn ich habe hier mein eigenes Avaorg-Kuscheltier, womit ich zusammen in einem Bett schlafe. Das ist nämlich mein eigener Merch. Wenn du dieses Kuscheltier auch haben möchtest, dann schau mal unter www.avaorg.shop vorbei oder in der Videobeschreibung. Aber jetzt wünsche ich euch eine gute Nacht. Also langsam werde ich mal ein bisschen sauer hier. Es ist mitten in der Nacht und der Bengel ist immer noch nicht wieder da. So, Paul, jetzt reicht's mir langsam. Steh auf hier. Was ist denn hier los? Pauls Vater, was machen Sie denn hier? Paul, du kommst jetzt sofort mit. Ich bin stockswütend, stocksauer. Mir ist die Hutschnur geplatzt gerissen. Keine Ahnung, komm jetzt mit. Ach Mann, Papa, das ist peinlich. Wir sind hier in der Challenge. Das ist mir doch egal, du kommst jetzt sofort mit. Papa, das ist peinlich. Keine Widerworte, mitkommen. Oh Mann, ey, Mist, jetzt muss ich nach Hause gehen, Mann. Oh Mann. Toll, Papa, wegen dir habe ich jetzt die Challenge verloren. Tja, hättest du vorher für die Klassenarbeit gelernt, hätte ich dich drinnen gelassen. Papa, es gibt keine Klassenarbeit. Ja, ja, du kannst mir viel erzählen, wenn der Tag lang ist. Und jetzt komm mit. Wir haben gewonnen, Tubas. Also wir sind nur noch zu zweit. Ach, jetzt müssen wir erstmal weiterschlafen. Guten Morgen, Brookhaven. Oh Mann, aber auch das war ja eine wilde Nacht. Paul hat sich richtig blamiert. Ja, Tubas, Paul hat sich richtig blamiert. Wir sind jetzt nur noch zu zweit. Aber ich werde nicht aufgeben. Ich werde einfach die ganze Zeit zocken, denn das ist so easy. Tja, Morg, ich werde auch nicht aufgeben. Da bin ich mal gespannt, wer von uns gewinnt. So, dann schaue ich doch mal nach, wie viele Teilnehmer noch da sind. Guten Morgen. Guten Morgen, Herr Geldmann. Ah, wie ich sehe, gibt es noch 2 Teilnehmer. Ja, Herr Geldmann, das ist richtig.
Gut, dann kommen wir nun zum großen Finale. Ich erkläre euch jetzt die Spielregeln. Ihr seht ja dieses und dieses Motorrad. Ihr beide müsst euch jeweils auf ein Motorrad setzen und dann gegeneinander ein Rennen spielen. In diesem Motorradrennen befindet sich eine Nachbildung der Brookhaven statt. Also solltet ihr euch beide recht gut auskennen. Derjenige, der als erstes im Ziel ist, hat die Challenge gewonnen und gewinnt das Preisgeld. Was? So einfach? Nichts leichter als das. Tja, Borg, mach dir mal keine großen Hoffnungen. Ich gewinne. Ach, Tubers, das glaubst auch nur du. Na, wir werden sehen. Nein, nein, Tubers, du wirst sehen. Ich bin bereit. Ich bin auch bereit. Okay, 3, 2, 1, los. So, Borg, ich werde gewinnen, denn ich bin Tubers. Nein, Tubers, ich bin Aborg und darum werde ich gewinnen. 3, 2, 1 und los! Vollgas! Da kommt Tubers, aber ich bin schneller! Oh Mann, wir müssen die rote Strecke entlangheizen. Aber okay, ich hole dich noch ein. Mann, ey, der ist viel besser als ich. Warum kann er so gut fahren? Oh, nein, Tubers hat mich eingeholt. Tubers, Mann! Oh Mann, Tubers, oh, was hast du denn? Du bleibst da stehen. Schnell weiter! Ich krieg dich schon noch, keine Angst. Nein, nein, Tubers, ich bin vor dir. Haha, du holst mich nicht ein. Schnell hier hoch. Wir sind gleich am Ziel. Gleich bekomme ich das Preisgeld. Gleich habe ich gewonnen. Mist, meine Möhre taugt nichts. Ich muss meinen Laptop rausholen. Ene, mene, heck, meck, Motorrad, du bist schneller, du bist weg. Und ich bekomme etwas Besseres. Heck, heck. Na, das ist doch schon eher mein Kaliber. Ein Formel-1-Auto. Damit werde ich gewinnen. Jetzt noch einmal hier um eine Kurve und da vorne sind die Zielgeraden. Oh mein Gott, ich bin sofort da. Nein, 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 nein. Oh Mann, setz mir mein Ferrari. Mist. Aber Borg ist einfach mal hier vorne auf den Zielgeraden. Ich muss noch mal zulegen. Ene, heck, heck, vom 1-Wagen, du bist weg und los. Jetzt ist mein Motorrad wieder da, damit es nicht auffällt. Und ich fahre los. Nein, 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 nein. Wo kommt denn Tubers her? Er ist auf einmal hinter mir. Oh, Tubers, warum bist du so schnell, Leute? Ich drück Vollspeed. Schneller kann ich nicht. Tubers, oh mein Gott. Du bist einfach der bessere Fahrer. Warum warst du auf einmal so schnell? Tja, du bist auf einmal halt langsamer gewesen. Keine Ahnung, warum. Oh Mann, Tubers, dann hast du einfach nur verdient gewonnen. Das habe ich wohl. Oh Mann, ich habe verloren. Mist. Ich bin Tubers, ich hab gewonnen, sag ich doch. Das hast du sehr gut gemacht, Tubers. Hiermit hast du die Challenge gewonnen. Haha, yay, ich bin Tubers, yay. Viel Spaß mit den 1 Million Robux. Haha, yay. Ach man, ich hätte die 1 Million Robux auch gerne gehabt. Tja, Borg, so ist das. Mal verliert man und mal gewinnen die anderen. Vor allen Dingen, wenn du gegen mich antrittst. Dann gehe ich mal los. Oh Mann, Herr Geldmann, irgendwie habe ich nicht so das Gefühl, dass es hier mit rechten Dingen zu sich ging. Um ehrlich zu sein, finde ich das auch sass. Naja, vielleicht war Tubers auch einfach nur besser. Vielleicht war sein Motorrad auch einfach nur besser. Ich setze mich mal hier drauf. Oh mein Gott, Herr Geldmann, kommen Sie sofort her. Was ist denn los? Tubers hat das Motorrad manipuliert. Setzen Sie sich drauf. Er hat das gehackt. Ah, so Mann, ich teste das aus. Oh mein Gott, man ist ja viel schneller und alles. Oh mein Gott, er hat das gehackt. Oh, ich hole ihn sofort wieder. Ich hole mir das Geld wieder. Halt, Tubers, rück das Geld wieder raus. Deine Hacks sind aufgeflogen. Oh Mann, hätte er klappen können. Hier, bitteschön, 1 Million Robux. Oh Mann, ey, Mist. Nächstes Mal muss ich besser hacken. Das ist ja gerade nochmal gut gegangen. Ja, Borg, deine 1 Million Robux. Yay, ich hab 1 Million Robux bekommen. Vielen Dank, Herr Geldmann. Dafür nicht.
Yay! Oh mein Gott! Yay! Ich bin einfach Robux-Millionär! Wenn dir das Video gefallen hat, lass gerne ein Abo da und schau dir auch auf jeden Fall das Video auf der rechten Seite an. Denn hier habe ich ein 1-Sterne- und ein 5-Sterne-Hotel verglichen und ich kann euch sagen, beide Hotels waren echt spannend. Schau dir das Video auf der rechten Seite an, denn bei beiden Hotels ist etwas passiert, was ich so nicht erwartet hätte. Bis gleich und ciao!